Und ein herzliches Willkommen beim neuen Angespielt. Leute, dieses Geschenk, das hier ist ein Geschenk von einem Zuschauer. Varia, danke. Das war fies nett. Ah, ey. Das war echt nett. Danke. Und ja, jetzt wollte ich das halt gleich als Angespielt und als Dankeschön nochmal. Das kommt auch als Let's Play. Ich habe momentan aber nicht genügend Zeit. Das kommt nach dem nächsten Projekt. Also, das kommt noch, aber es dauert noch ein bisschen. Aber ich mache jetzt ein Angespielt, weil ich es jetzt schon habe. Danke. Ein Charakter-Editor habe ich schon mal reingeschaut. Ich habe so grob meine Anleitung, wie ich das hier... So blaue Augen. Da habe ich schon ein bisschen rumgespielt. Das ist nicht Augen, das sind Augenbrauen. Da, Augen. Blaue Augen. Nicht. So. So, Bart. Der sieht lustig aus. Nehme ich aber nicht. Schwarz. Herr und unser guter Lunahof. Und so können wir loslegen. Danke nochmal. Ich kann nur Danke sagen. Das war richtig böse. Du verlässt Poyoko, um eine neue Leben auf Coral Island anzufangen. Ja? Ich freue mich. Ich bin das erste Mal jetzt drin. Ist das nun? Das ist doch ein Huhn. Also die zwei Augen da sind irgendwie eindeutig. Ein Hühnerboot. Hallo Lukas, willkommen zurück auf Coral Island, deinem neuen Zuhause. Klingt irgendwie komisch. Ist schon lange her, Lukas. Schön, dich wiederzusehen. Ich weiß gar nicht mehr, wenn wir das letzte Mal Besuch hatten. Also kommt hier keiner hin? Ich nehme an, du hättest eine angenehme Reise mit Herrn Wataru? Ja, die war ganz okay. Oh, ja, er hätte auch nichts anderes von Herrn Watanabe erwartet. Es ist der beste Seefahrer, an dem man sich, wünschen kann. Ja? Du bist bestimmt sehr müde von der Reise. Gehen wir zu deinem neuen Zuhause. Ja, neues Haus. Das wird sicher so eine Bruchbude sein. Alles klar, die Böden sind fertig. Ah, ach du meine Güte, was für ein Zufall. Ja, wow. Wir haben hier gerade alles fertig renoviert. Ist das der neue Farmer? Ja, natürlich, bin ich. Ich bin Lukas. Hi. Das stimmt, Lukas. Sind Dina und Yoko. Sie betreiben die örtliche Schreinerei. Schön, dich kennenzulernen, Lukas. Ja? Hallo, Lukas. Es ist mir auch immer aufregend, ein neues Gesicht auf unserer kleinen Insel willkommen zu heißen. Ich lese heute richtig gut. Ich bin erschrocken. Das stimmt, Lukas. Das hier ist dein neues Zuhause. Es ist ein wenig heruntergekommen. Wie bitte, Bürgermeister Connor? Willst du damit etwa sagen, dass wir hier schlechte Arbeit geleistet haben? Ja, typisch Bürgermeister. Das ist ein richtig mieser Kerl.
Nein, ich meine... Ja, Bürgermeister. Hm. Keine Sorge, war nur ein Scherz. Leider konnten wir nur das undichte Dach reparieren und einen Teil des morschen Holzes austauschen. Falls du noch weitere Renovierungsarbeiten durchführen möchtest, schau einfach in unserem Laden oder bei unserem Haus in Hillside, Hillside, nordöstlich von hier, vorbei. Ja, natürlich, werde ich machen. Wir sehen uns wahrscheinlich öfter. Wir werden dir dafür nichts verrechnen, aber das Material dafür musst du selbst sammeln. Kein Problem. Sobald wir das Fundament renoviert haben, kannst du dein Haus nach Belieben dekorieren. Die genaueren Anweisungen findest du in deinem Postkasten. Ja, da. Also gut, es ist an der Zeit für uns, nach Hause zu gehen. Man sieht sich. Jo, ciao. Pass auf dich auf, Lukas, und viel Glück. Ja, das wird schon. Das kriegen wir hin. Oder, Leute? Kriegen wir hin. Willst du es? Wie du siehst, freut sich die Menschen hier sehr, dass du hier bist. Besonders Sam. Ja, okay, das liegt daran, dass ich jetzt Geld beschaffe für alle. Wahrscheinlich. Und dann wollen die auch noch Geschenke von mir. Ist ja klar. Ich vermute mal. Du solltest ihm mal einen Besuch abstatten. Ja, werde ich auf jeden Fall. Wenn du dich eingelebt hast, er ist der Besitzer des Gemischtwarenladens in der Stadt. Okay. Und das ist das Feld, aus dem du dein Großteil deiner Zeit verbringen wirst, nehme ich an. Na, ist das alles? Da geht es noch ein bisschen weiter. Aber das ist doch nicht alles, oder? Oh, ja. Das ist schön hier. Soll ich gleich designen anfangen? Es sieht zwar ein wenig chaotisch aus, aber du wirst dich bestimmt bald darum kümmern. Ja, ein großes Feld. Oder? Wenn du deine Ernte eingebracht hast, kannst du sie und alle anderen Dinge, die du verkaufen möchtest, hier in der Lieferkiste ablegen. Okay. Ich liefere den Inhalt anschließend über Nacht zu den entsprechenden Läden in der Stadt und du bekommst das Geld dafür am nächsten Tag. Okay. So wie bei Stardew Valley. Ich gehe jetzt, damit du dich ein wenig ausruhen kannst. Oh, und da du gerade erst hier angekommen bist, hast du bestimmt noch nichts für deine Farm gekauft, ja? Hier bitte ein kleines Willkommenspaket von der Stadt. Oh, danke. Nehme ich gern. Du hast eine Gießkanne, eine Axt und eine Sense und ein paar zufällige Samen. Okay. Falls du sonst noch was brauchst, kannst du jederzeit zu mir kommen. Nein, komme ich nicht. Du kannst gerne mit allen Problemen und Fragen zu mir kommen. Nein. Kommen. Oder falls du Lust drauf auf einen hervorragenden
Steak hast. Aha. Er will mich bestechen. Ich weiß es. Willkommen zu Hause, Lukas. Ja. Ciao. Ich stehe auch immer vor Leuten und tu so. Ciao. Samen gießen. Okay. Ich spiele das jetzt momentan noch mit Tastatur. Ich glaube, ich kann das auch mit Controller spielen. Nein. Ich kann... Kann ich das wegmachen? Ah, gut. Hier. Damit wir dein Haus renovieren können, musst du Materialien für uns sammeln. Bitte sammel 50 Holz und 20 Stein. Das sollte reichen. Wenn du alles gesammelt hast, geh zur Schreinerei. Erstelle einen Auftrag an der Theke, damit wir mit der Arbeit beginnen können. Diese Arbeit können wir am selben Tag erledigen. Okay. Ich mache aber zuerst das mit den Samen. Kann ich... Ah, das geht auch. Ich mach mal so. Will ich das jetzt Landwirtschaft? Um Getreide abzuernten, muss sie zunächst den Schutt und... Ja. Das kann ich mir denken. Das kann ich mir auch denken. Das auch. Also, das kann ja nicht so schwer sein, oder? So, hier Stein weg. Ist das auch ein Stein? Nein. Zählt offensichtlich nicht als Stein. Kann ich aufladen? Geht nicht. Noch nicht. So, hier Holz. Hier. Wie viele Samen habe ich denn? Ich pflanze die mal. So, hier. Ich habe noch drei, also noch eine Reihe. Das heißt, der Stein muss weg. Und hier. Ich bin schon wieder richtig drin, Leute. Ich freue mich. Ah, da kriege ich Energie und Gesundheit. Lehm, Holz. Fällen wir mal einen Baum. Also der, da ist nichts mehr. Okay. Sensor. Da liegt ein Tannenzapfen. Wie kriege ich den? Ah, so. Okay. Ich finde das jetzt aber ein bisschen... Mir fehlt so ein bisschen die Musik. Ein bisschen im Hintergrund. So, das Holz habe ich, Steine. Ich mach mal das. Da oben ist meine Energie, mein Leben. Hier liegt Müll. Gefällt mir gar nicht. Ich mag keinen Müll. Kleinen Baum lasse ich mal. Und hier könnte ich noch erweitern. Fürs Feld dann. Aber ich kann hier jetzt nicht wirklich
überall, glaube ich, anbauen, oder? Was ist das? Ich erkunde jetzt mal ein bisschen hier. Weil hier unten ist ja der See da, wo ich hin wollte. Ich habe hier keinen Platz. Ich komme hier nirgendwo durch. Das sieht toll aus. Ich kann da nicht rein. Das sieht doch schön aus hier. Ich will da rein. Ich kann hier nirgendwo vorbei. Da war ein Frosch. Mal ein bisschen Gras mitnehmen. Habe ich... Ich nehme noch ein bisschen Stein mit. Der ist im Weg. Geode. Okay. Gleich schon eine Geode. Mal schauen, wo ich die dann öffnen kann. So, Axt. Hier das Zeug weg. Das ist alles unnötig. Dass wir so die erste Ecke bereinigt haben. So, hier. Haut er mit einer Hand? Lol. Das sieht so aus, als würde er mit einer Hand zuschlagen. Ein ziemlich strammer Bursche. Gut, wir sind soweit fertig, glaube ich. Wir müssen jetzt... Was wird das sein? Blumenfeld? Kann prüfen... Ein Fundament, vielleicht kannst du hier eines Tages etwas bauen. Okay. Ah, das wird so ein Gewächshaus wahrscheinlich sein. Ich nehme halt jetzt den Vergleich zu Stardew Valley, aber. So, ja, dann gehen wir mal. Füße Quacki enden. Füße Chicken. Chicken Nugget. Eine Henne? Was ist das denn? Eine Taube? Ups. Okay. Hot Spring? Da ist ein Affe. Bin ich hier richtig? Hier ist eine Camperin. Wie ist die auf die Insel gekommen mit dem Auto? Ich frage für einen Freund. Wo muss ich denn jetzt lang? Habe ich eine Map? Oh, ich habe eine Map. Oh, das ist ja riesig hier. Und hier ist auch einiges, was ich nicht entdeckt habe. Weil es ist so grau, oder? Oder ist es... gewollt. Okay. Wo ist der Laden? Du bist hier, ja? Wald? Der Gartenweg, Stadt? See, weil... Die Stadt. Soll ich in die Stadt gehen? Ausblick? Strand? Ah, das ist mein Haus. Das sieht aber seltsam aus hier. Einfach so ein brauner Fleck. Naja. Hat sie nicht gesagt, im Norden? Was sieht denn hier nach Schreinerei aus? Oh, hier. Oder lebt hier nur Yoko? Aber das... Ja, hier. Hier muss ich hin. Okay, ich muss zurück. Okay. Es ist jetzt alles so auch Erkundung ein bisschen hier. Ich bin neu hier. Und das ist ein bisschen größer als Stardew Valley. Mir fehlt der Kaffee. Ach hier.
Das sieht schon nach Schreinerei aus. Ich soll doch ja was mitnehmen. Ups. Ich habe vergessen, die Blumen zu gießen. Was kann ich für dich tun? Geschäft? Schreinerei? Mhm. In den Schuppen? Insektenhotel, das sieht ja nice aus. Ja, das. Oh Gott, ich freue mich schon. Oh, ich will das alles bauen. Stall für ein Pferd? Okay, aber das kann ich jetzt ja noch nicht. Geschäft? Aquarium. Okay, das ist ein kleines Aquarium. Erinnert mich jetzt irgendwie an Marus Mutter. Sollte ich nicht hierher kommen? Schicke Haus aus aufwerten. Ah. Mir fehlen Stein. Mir fehlt noch Stein. Ich habe nicht aufgepasst. Mist. Was bist du für ein Schönling? Mir fehlt noch Stein. Kann ich hier Stein auch hacken? Geht das? Ach, das geht nicht. Das. Ah, okay, ich kann Insekten fangen. Das sind Kühe. Das ist ein Pferd. Wie ist denn die fette Muku? Das ist ein Lama. Was ist das? Ist das Mungo? Ziegen. Schweini. Oink, oink. Sorry. Ich will ganz viele von denen. Aber keine Hasen gibt's. Ist das der Hasenersatz? Ist das ein Mungo? Erinnert mich irgendwie an einen Mungo. Ich weiß jetzt nicht, wie ein Mungo aussieht, aber ich würde ihn so zuordnen. Okay, ich brauche Stein. Da war kein Stein drin. Geringe Ausdauer, okay. Ja. Ja. Oh, okay. Ich will noch, bevor es Nacht wird, kommt. Gib mir Stein. Auf Nacht kann ich noch gießen. Okay, ich muss los. Okay. Schaffe ich das noch? Es ist 18 Uhr, es wird dunkel. Hier noch zwei Lampen hin, hier auch vielleicht. Hier alles ein bisschen modernisieren. Wie ich immer mit der Axt gegen die Tür hau. Nein, ich hab's verpasst. Ja, das ist schon... Okay, das ist super. Das habe ich gut gemacht. Also typisch ich. So, jetzt haben wir Gießkanne. Die Tierchen sind auch schlafen gegangen. Ah, gießen noch. Okay. Oh, nein, ich schaff's noch ins Bett. Es ging sich gerade noch so aus.
Geh zu Bett. Geh zu Bett. Ich habe nichts verkauft. Ich habe kein Geld verdient. Insgesamt null. Der erste Tag war schon mal super. Spiel gespeichert? Das werde ich, glaube ich, nicht speichern. Die ersten Pflanzen wachsen schon. Kann ich jetzt noch... Ne, Angel habe ich nicht. Sonst würde ich da jetzt kurz mal probieren, wie das Angeln hier ist. Ich muss echt aufpassen. Ich darf hier nicht die ganze Zeit so rumhacken. Also, Sachen... Hier, dass der Weg frei... Ein bisschen freier wird hier rüber. Das hier... Stein. So. So. Dass wir einen schönen Weg hier rundum haben. Ein bisschen Cola. Da kann ich so ein bisschen Stein auch verkaufen. Ein bisschen Cola. Okay, das sieht so ein bisschen aus, als könnte man hier noch rüber. Oder, na, ich habe hier eine Map. Na, das wird keinen Sinn ergeben, glaube ich. Also die Form finde ich ein bisschen seltsam. Aber wie würde ich das einteilen? Hier Felder. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit der Automation ist. Ich plane schon alles im Voraus, oder? Man merkt's. Ist alles schon eingeplant. Ja. So. Ups, wieder ein Schlag versemmelt. Dann gehen wir jetzt mal kurz in die Stadt. Und schauen uns mal hier um, oder? Die ist, glaube ich, hier lang. Ist aber auch ganz schön hier. Das ist der Dorfplatz wahrscheinlich. Das ist ein Insekt wieder. Kann ich wahrscheinlich fangen. Na, das ist Dorfzentrum, oder? Oder Dorfeingang? Da ist was los. Warte mal, ich schau mal ganz kurz. Ah, ich bin schon da, bin vorbeigegangen. Da drüben ist irgendein Tempel. Da ist ein Luxushaus gleich vor mir. Ich will so ein Haus. Ich habe irgendwann mehr Geld als alle anderen hier. Und alle wollen was von mir wahrscheinlich. Ein Kaffeestand. Yo, let's go. Was kostet ein Kaffee? Was? 40 minus Leben für einen Kaffee? Ich sterbe durch Kaffee? Ich kann durch Kaffee sterben? Grüner Tee, richtig geil. Mit Honig, kann ich nur empfehlen. Ein Donut. Wieso kriege ich beim Donut Leben dazu? Aber beim Kaffee minus. Hat das irgendeine Begründung? Kekse? Ja, Kekse sind immer gut. Interessant. Das
ist ein Boot. Sorry, Leute, ich schaue mich jetzt hier. Hier ist eine Umkleide. Geh mal da so lang. Ist hier ein Öltanker ausgelaufen? Dass hier so schwarz ist und so Ölflecken hier. Nicht schön. Ja, auch. Ein Wissenschaftler? Das muss sein. Ach, die haben alle um bestimmte Uhrzeiten von 10 bis 18 Uhr. Hier kann ich, oh, ich werde das alles kaufen. Oh, vor allem das hier, kann ich darauf spielen? Wenn das geht, finde ich das mega. Ich will nicht andauernd zuhauen. Für die Kundengeräte brauche ich ein größeres Haus. Okay. Aha. Ich gehe jetzt mal zu Ihnen, um mir das, die Erweiterung zu holen. Ein süßer Wuffi. Kann ich dich streicheln? Heute sieht Bonbon besonders fluffig aus. Ja, die bisschen richtig fluffig, ja. Hier ein Gräber. Okay. Kann ich hier welche klauen? Komm, lass mich klauen. Sieht doch keiner. Wo bin ich denn jetzt? Eine Recyclinganlage? Ist eine Fliege? Okay, ich muss leider lang. Okay. So. Gleich rein da und gleich die Hausverbesserung bestätigen. Klasse, danke. Ich mach mich gleich an die Arbeit. Jo, bitte. Let's go. Joko, Liebling, eine leichte Planänderung. Lukas ist da und hat alle Baumaterialien dabei. Lass uns zur Farm gehen und die Hütte von Lukas reparieren. Er war gerade da draußen. Also da draußen. Wieso kommt er jetzt von oben? Wow, das ist ja total stark, Lukas. Dann mal los. Ja. Was ist daran stark? Dina und Joko fangen an, dein Haus zu reparieren. Ja, was sagt man dazu? Sieht viel gemütlicher aus und fühlt sich auch so an, oder? Ja, ich habe es noch nicht gesehen. Los, jetzt mach schon, hilf mir, deine Sachen reinzubringen. Ja, ich habe einen Schrank. Eine Kommode. Ein bisschen gekehrt. Auf dem Boden sitzen und quatschen. Den Fernseher. Danke. Das kriege ich for free oder wie? Oder kommt jetzt eine satte Rechnung? Puh, das alte Ding war echt schwer. Wir sind fertig. Was meinst du, Lukas? Sieht
aus. Danke. Sieht brandneu aus. Danke. Kein Löcher mehr. Danke. Ja, das würde ich eher sagen. Ich hoffe, dass du jetzt besser schlafen kannst. Das habe ich auch davor. Ich schlafe wie ein Stein. Sieh nur kein Schimmel, Pilze, Holz mehr. Ich habe alles ausgetauscht. Außerdem haben wir einen neuen Fundament für das Haus gebaut. Das ist super. Das heißt, jetzt ist es stabil genug für mehr Möbel und kannst mit der Dekoration anfangen, damit es wohnlicher wird. Ja. Wir sind die Besitzer deines Möbeldens in der Stadt. Aber wir haben nicht mehr so viele Auswahl, weil in letzter Zeit weniger Touristen vorbeikommen. Niemand kauft was, weißt du? Schau doch mal vorbei, vielleicht findest du etwas, das dir gefällt. Wenn du möchtest, können wir direkt dorthin gehen. Alles klar, das reicht, du schüchterst den Neuankömmling noch ein. Oh, Entschuldigung, Lukas, da ist es wohl mit mir durchgegangen. Ja, die wollen alle nur mein Geld. Wir lieben diesen Laden. Es arbeiten sogar einige meiner Cousins von mir dort. Das ist ein Familienbetrieb. Du kannst jederzeit vorbeikommen, wenn du Zeit hast, Lukas. Ja, mach ich. Er ist mit in der Stadt, sollte also nicht schwer zu finden sein. Ja, kein Ding. Okay, das ist erstmal alles. Danke. Liebling, hast du denn nicht etwas vergessen? Was? Verbesserungen? Ach ja, ein Fernseher. Ja? Wir haben noch einen Fernseher für dich, Lukas, und zwar völlig kostenlos. Ja? Das alte Ding. Es ist alt und klobig, aber der funktioniert noch einwandfrei. Okay. Und er empfängt jede Menge Kanäle wie diese Wetter. Naja, manchmal muss man ihm einen Schlag im 60 Grad Winkel verpassen und so ungefähr. Okay. Ja, das verstehe ich. Die Kanäle sind sehr sehr hilfreich. Der Wetterbericht des Wetterkanals kommt. Beispiel, dann kannst du an regnerischen Tagen aufs Gießen und Angeln verzichten. Ach, ich kann nicht angeln, wenn es regnet. Ich weiß ja nicht, wenn du so machst, aber du weißt, was ich meine. Ja. Außerdem läuft verschiedene Sendungen. Ich liebe sie. Bei manchen bekommt man nützliche Tipps, wenn man genau aufpasst.
okay, ich schätze, das war erstmal alles. Wir sehen uns, Lukas. Okay. Bis dann, Lukas. Vergiss das Möbelhaus nicht, okay? Hihi. Ja, die wollen nur mein Geld. Das Haus ist gerade groß geworden, größer geworden. Wirklich? Kann ich hier Feuer machen? Ich kann hier kein Feuer machen. Das ist mies. Oh, ich wollte noch schauen, habe ich hier irgendwas drin? Kann ich in den Kasten gehen? Ah, doch. Ja, ich habe viel zur Auswahl. Okay. Ja, was machen wir jetzt? Wir fällen jetzt noch ein bisschen Holz. Wir haben jetzt ein bisschen rumgeschaut. Also, ich freue mich schon drauf. Vielleicht fange ich sogar früher das Let's Play an. Ach komm, ich darf jetzt nicht übertreiben. Was ist das hier? Ach, das sind... wie sammle ich die auf? So nicht. So nicht. Mit der Axt. Nee. Hä? So? Wie sammle ich die denn auf? Kann ich die... Hier war das doch so, oder? Nee. So. Ich habe keinen Platz mehr wahrscheinlich. Ich könnte die wahrscheinlich aufheben, aber ich habe keinen Platz. Inventar voll. Ja, da steht's ja. Genau hinter mir. Okay, Leute. Ich würde jetzt mal sagen, das war's. Vielen Dank fürs Zusehen. Danke nochmal an Varia. Für dieses nette Geschenk und hab euch lieb und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es dann wirklich heißt, dass Let's Play beginnt, dann ja. Aber macht Spaß. Ja, hab euch lieb. Ciao, ciao.